Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt. Heute mal nur mit mir. Weihnachten ist zu Ende und wir steigen langsam in den Frühling ein. Und deswegen heißt es auch, dass ich mein Zimmer umstylen muss. Wie ihr schon im Hintergrund seht, ist mein Weihnachtsstern weg. Und deswegen mache ich heute so ein kleines Glow-Up-Zimmer. Und heute nehme ich euch einfach mit. Los geht's. Wir haben jetzt endliche Sachen gefunden. Es ist schon echt dunkel draußen. Und jetzt fahren wir nach Hause und packen das Ganze aus und bauen es auch auf. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich alles so für mein Zimmer umstyling habe. Ich habe hier einmal einen Tisch, was ich schon mit meinem großen Bruder aufgebaut habe. Dann hier so zwei Regale, die werde ich auch noch irgendwo aufhängen, weil ich eh viel Platz brauche. Etwas anderes noch, das ist so eine kleine Überraschung, die zeige ich euch dann später. Und noch hier so einen kleinen Schminktisch, darauf freue ich mich besonders. Und den baut jetzt, glaube ich, der Timmy mit mir auf. Timmy! Kannst du mir helfen, das aufzubauen? Ich kann das noch nicht so gut. Bereit zum Dienst. Welche Aufgabe steht dir bevor? Du musst mir helfen, den Schminktisch aufzubauen. Alright. Den? Was ist das? Das da ist ein Regale und das müssen wir aufbauen. Das müssen wir aufbauen und das? Was das ist eine Überraschung. Okay. Das muss ich also aufbauen hier. Ja. Yeah. Hast du dich schon ums Werkzeug gekümmert? Yes. Echt? Also, nein, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Das ist das Einzige, was ich habe. Das Einzige, was du hast, ist ein Stanley Messer. Das gib lieber dem großen Jungen. Ein kleineres Stanley Messer hast du nicht gefunden, oder? Ich glaube schon, dass ich noch eins habe. Du verbiegst es. Das ist ja eine richtige Pfeile. Das ist der Punkt. So, warte, ich mal das Messer. Also, verpacken können die Kerle Leute echt gut. So, warte. Das ist sehr schön. Und der kommt daher, oder wie? Ja, der kommt in meinen Kastenraum. In deinen Kastenraum kommt er rein? Okay. Schau, warte, ich zeig dir das. Genau hierher. Aha, das ist schon frei gemacht. Da, ja. Kommt dann so, oder wie? Ja. Das passt ja perfekt hier rein. Ja. Okay. Na gut. Okay, das ist mal die Tischplatte. So Leute, ich werde euch jetzt was Kleines präsentieren, also was Kleines, was sehr Großes, was eine sehr Veränderung war. Das habe ich auch noch zu Weihnachten bekommen. Eine große Veränderung für mein Zimmer, weil es war ja in dieser Ecke so leer. Ihr seht es jetzt eh schon. Und zwar habe ich eine neue Couch bekommen, die perfekt hier reinpasst. Oh, ich liebe sie, da kann jemand drauf schlafen. Das ist so ein, das war eigentlich noch ein, also man kann das hier auch umändern, aber das ist eigentlich so ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, weil sie nicht rechtzeitig angekommen ist. Aber ich liebe sie, sie ist so angenehm. Manchmal frage ich mich, warum ich nicht hier schlafen kann in meinem Bett. Aber das ist... Ja, ich kann es so bestätigen, man liegt da wirklich... Man liegt so bequem. Irrsinnig gut. Vor allem, da gibt es ja noch so mehrere Teile, die du dann dazu bauen kannst. Du kannst ein riesen... Matratzen bzw. Couchlager machen. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Das passt doch perfekt rein. Auch mit den Farben hier passt es einfach so gut. Und genau. Also das war eigentlich so das größte. Ein Viertel von meinem Zimmer Glow-Up. So, während ihr das aufbaut, zeige ich euch noch was anderes. Und zwar ein Spiegel. Weil ich habe nirgendwo was in meinem Zimmer, wo ich mich wirklich ganz Körper anschauen kann. So wenn ich mich gerade umgezogen habe und so mein Outfit anschauen will. Und der wird dann hierher kommen, weil es ist eine nackte Wand und da ist nichts. Deswegen werde ich ihn dann hierher stellen. Und ich finde den so praktisch. Er hat auch hier so ein weißes Holz noch umrandet. Genau. Ich kann den auch gleich hierher stellen. Der wird dann circa halt
dran gebohrt. Da rein so. Und wie läuft's? Ah, da ist schon eine Lade. Ja, voll, die Lade ist schon fast fertig. Und die so. Das ist richtig cool. Kann ich den auch schon einordnen? So, ich habe jetzt hier nichts wirklich zu tun. Also der Timmy baut mir das auf und ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Deswegen mache ich jetzt einfach den Spiegel auf. So richtig cool jetzt ist. Aber gerade, gerade. Dass ich den Spiegel berühre. So. Boah. Timmy, schau mal. So lasse ich das jetzt. Wie so ein Vorhang, der sich öffnet. Ein Vorhang, der sich öffnet, ja. Das war auch die erste Assoziation, die ich hatte. So. Timmy, soll ich das oben lassen, falls was passiert, oder soll ich das dann runter? Oder soll ich es jetzt schon runtergeben? Es gibt hier einen Schutzwand auf der Seite, kannst du schon sehen. Befreie den Spiegel. Yes. Endlich. Aber du musst mir jetzt sagen, wo ich da bin mit den Schrauben. Okay. Ich sehe das leider nicht. Müssen Sie in dieses. Noch, also noch weiter runter, noch weiter runter. Ich glaube. Weiter rüber zu mir noch. Nein, noch höher. Zu mir rüber. Bisschen weiter zu mir rüber. Wow, bisschen weiter zu mir rüber. Warte, warte. Ich bin mit der anderen schon drinnen, das Ding. Okay. Ja. Ja. Jetzt. Ja, let's go. Bam. Cool. Schaut super aus. Das sieht super aus. Richtig cool. Achso, da geht's. Kann ich mir, wenn ich hier schreibe? Okay. Dann kann ich wieder weiterschreiben. So. Ja. Vor allem, das macht den Raum auch automatisch größer, ne? Viel. Und es kommt auch viel mehr Licht rein. Ja, voll. Weil genau das Fenster da ist. Perfekt. Übrigens, den Schreibtisch habe ich jetzt hier hingestellt, weil ich sonst. Also, ich habe viel mehr Platz, wie man hier auch sehen kann. Und es kommt auch das Licht genau hier rüber. Also, ich brauche fast nie eine Lampe. Und dann haben wir hier auch, damit das Ganze noch ein bisschen peppiger aussieht, von unserem Shop habe ich noch zwei Ilias Welt Unterlagen besorgt. Die werden wir jetzt auspacken, dann werde ich sie euch gleich zeigen. Die gibt es übrigens in unserem Shop auf iliaswelt.shop. Also hier, das ist einfach, das ist die Ili und ich. Das ist unser Schuljahreskalender. Viele haben den vielleicht schon von euch. Da bin die Ili und ich drauf. Und hier sind auch alle unsere Videos drauf, also viele davon. Ich finde es einfach super süß, weil hinten sind auch noch solche Cupcakes, Rollschuhe, natürlich wie immer. Und das fängt an mit 2022, weil da hat ja unser Schuljahr begonnen. Und jetzt beginnt es auch schon mit 2023. Wir sind jetzt gerade hier. Genau. Es ist auch super praktisch, weil es ist eigentlich wie so ein großes Mauspad. Und es ist auch super weich, das kann man hier auf der Seite sehen, das ist richtig weich. Ist super angenehm zum Schreiben auch, weil wenn man irgendwie was malen muss und dann, also malen will und dann hat man nur so hartes Holz, dann drückt das richtig ab, aber hier merkt man das nicht, weil es einfach ein super weiches, eine super weiche Unterlage ist. Und hier haben wir auch noch eins mit der Baby und der Ili und mir. Finde ich super süß. Hier sind so kleine Rosen. Der Hintergrund ist auch richtig hübsch mal wieder. Rosa, wir lieben es. Genau. Übrigens, wer einen Jahreskalender braucht, den haben wir auch natürlich. Hier von 2023. Ups. Von der Ilia und mir. Da steht ihr auch Jahreskalender. Und der ist so süß.
immer andere Farben und hier steht auch immer Ilias Welt, neue Folge um 11 Uhr. Ich finde das so süß. Hier gibt es auch manchmal Bilder von uns. Kann man einfach eintragen. Ich finde das super praktisch. Oh, ich finde das matcht so gut zum Kalender. Marlena, hier ist so mein Bild. Oh, das ist so süß, weil das rosa ist. Ich finde es ganz anderer Schreibtisch. Ein neu gekaufter. Nein, Spaß. So, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Dekoration. Das werde ich über den Spiegel hängen, weil der ein bisschen leer aussieht, sag ich mal. Das möchte ich ein bisschen dekorieren. Ich werde das, glaube ich, einfach so vorhin schwimmen. Ich werde das hier einfach ein bisschen drüber hängen lassen. So sieht es jetzt aus. Ich finde es einfach so schön, weil man glaubt wirklich, dass es runterwächst. Und mit dem Stuhl ist es einfach sehr passend. Wie findet ihr das? I'm done. Yes! Super. So, das ist passt perfekt. Perfekt da rein. Wirklich. Da werde ich alles, alles schön einräumen. Du brauchst nur einen Stuhl. Der ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein, ne? Ja, ich hab noch eins von dem. Nein, der ist nicht klein. Ich finde den perfekt. Ja, schon klein. Nein, der ist nicht klein. Der ist nicht klein. Der passt perfekt. Ich hab okay. Ich finde das auch ziemlich praktisch, weil da kann ich den Fuß hingeben, aber da sowieso nicht. Das ist eh zu, weil da eh die Wand ist. Also ziemlich praktisch. So, aber jetzt kommt jetzt Überraschung. Surprise. Surprise, surprise. Here it is. Was denn? Ach so. Grauenhaft. Er hasst es. Und zwar ist es ein Lichterspiegel. Der ist cool, oder? Auf den Schreibtisch drauf. Ist das mit USB-Kabel? Mag ihn jetzt auspacken, weil es ist eh so dunkel in dem Kasten und das ist einfach perfekt. So. So, hier, das ist glaube ich noch hinten. Ich freue mich. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wo ist das? Ist es nicht? Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. So, ich gehe runter, du steckst das Lager an. Muss ich irgendwas machen? Lader rausziehen? Das ist so perfekt, das ist super. Wobei, ist es gescheit? Nein, das ist nicht gescheit. Ach so, dann müssen wir es... Okay, doch, das geht. Das hört sich aus, ganz. Das machen wir zu. Perfekt. Ja, perfekt. So. Jetzt werden wir das da gleich anstecken. Wobei, Paul, steck's mal ab, bitte. Okay, das muss da von oben raus, ja, oder? Das muss da durch. So. Jetzt kommt das Kabel. Hast du's? Ja. Okay, so meinst du. Jetzt ist es nämlich gut für mich. Perfekt. Gut. So, jetzt stecken wir es an. Jetzt erst befreien nochmal für den Echt, Plastik, wir? Natürlich. Ich habe es am Ende gemacht. Okay. Wow. So. Nein, falsch. Das kommt daher. Ups. Gehen wir her? Ja. So. Okay, bereit. Oh! Krass. Oh, der ist richtig cool. Aber noch hier. Auf warm. Ach, wie cool. Oh, wie cool. Kannst du dir überlegen, ob du den da in die Ecke platzierst. Oh, stimmt, das ist auch praktisch. Aber es ist ja beim Kabel schon so schief, wobei wenn du da auch so ein Schwert aber da werde ich wahrscheinlich hier. Oh mein Gott, danke Timmy fürs Aufbauen. Na bitte. Danke Timmy fürs Aufbauen. Bitte. Bitte gerne. Dankeschön, ich werde jetzt nur noch Videos dort machen. Also
Ja, aber das ist echt, das ist echt nett. Cool. Was soll noch? Da geht nichts. Das ist nur Deko. Das ist nur Deko. Ja, das schaut super aus. Ne, finde ich auch. Jetzt musst du halt noch einen Stuhl. Die Lade einräumen. Ja, das mache ich jetzt alles noch. Perfekt. Passt. Dankeschön, ja, Demi. Bitte gerne. Dann lasse ich dich hier so rein. Musst du halt noch einen. Leute, das ist was echt Blödes passiert. Ich habe nämlich solche Teile zum Reingeben gekauft und das passte da nicht rein. Das ist viel zu hoch und ich habe gemerkt, dass das da perfekt reinpasst. Und ich muss gerade alles ausleeren und das ist so. Meine Laden sind komplett hässlich jetzt, aber egal. Hauptsache, mein Schnitt ist schön. Ich habe noch ein zweites davon, aber ich glaube, das geht sich nicht aus. Aber mein, was ist denn das da? Mein Schreibtisch war sowieso ein Chaos, aber das ist ein Chaos. Egal, ich räum's auf. Ich nehme das andere, das ist voller Farbe. Ich sag euch, wenn das da jetzt aufgeschmutzt ist. Wie geht das? Egal, ich mach's mit dem Rasiergummi. Leute, meine Laden. Es geht weg. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wird es sicher irgendwann ein Video geben, wo ich meinen Schreibtisch sortiere. Bitte sag, was ist hier? Ja. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Bitte pass rein. Bitte. Ja! Es passt rein! Was ist denn das jetzt hier? Egal, ein bisschen Freiraum brauche ich auch. So Leute, das letzte Problem, das steht hier auch schon die ganze Zeit da, ist dieses Kastell. Wenn man dahinter schaut, sieht man auch ein Chaos. Und das kann ich jetzt umräumen. Also ich habe mir gedacht, hier habe ich ja meine ganzen Make-up-Sachen, die sehen richtig unordentlich aus, aber das werde ich jetzt alles da einsortieren. Und den restlichen, also zum Beispiel hier diesen Wecker, das restliche werde ich hier drauf geben und da unten einsortieren. Ich habe hier auch so eine Klappuhr, die ist gerade 10.41 Uhr. Die habe ich, keine Ahnung, die ist umgestellt, ich weiß es nicht. Genau, und ich habe irgendwie nicht wirklich Lust, weil ich weiß, dass es hier so ein Chaos ist. Aber ich beginne jetzt einfach mal, sonst werde ich nie fertig. Los geht's. Also, ich beginne mit dem Make-up. Ich stelle hier mal alles drauf. Das muss ich aussortieren, weil ich nehme nicht alles von denen. Da habe ich ja ein paar Sachen schon vor 5 Jahren. So, das hat es mal geschafft und jetzt geht's weiter. Ich werde jetzt mal hier das ganze Kasten mal leer räumen und dann werde ich einfach so ein paar Sachen das einfach einordnen. Das da werde ich jetzt einfach auch noch Nagellack und so gebe ich das einfach auch noch auf den Schminktisch. Ich muss es auch noch aussortieren, weil ich werde nicht alle Sachen hier reinbringen. Und jetzt kommen hier die Ordner dran. Oh Gott, was ist das überhaupt? Ich habe leere Ordner hier. Cool. Leute. Wisst ihr noch? Mein Tagebuch. Oh mein Gott. Das habe ich ja so schön gestaltet. Oh mein Gott. Dann habe ich hier noch das. Was ist das? Oh Gott. Oh, meine alten Freundschaftsbücher. Warte, wir schauen jetzt mal, wie ich ausgesehen habe. Bereit? Nein, wo ist mein Bild? Hier. Jedenfalls diese Ordner hier werden darauf gestellt, weil da ist es so leer. Die werde ich jetzt hier draufstellen. Soll ich auch mal aussortieren. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles ist. So, ich finde das Kastell jetzt eigentlich ganz schön und es passt auch in mein Zimmer, weil das ja auch irgendwie zum Schreibtisch passt mit dem Holz. Ich werde jetzt mal probieren, ob ich es da hinstellen kann. Oh, Leute, das geht gar nicht mit den Kabeln hier überall. Und da rein. Was keine gute Idee ist, aber egal. So.
Why not? Nur ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Ich finde halt, wenn ich das da wieder daherstelle, finde ich es einfach süßer. Keine Ahnung, es ist viel gemütlicher, wenn ich diese Ecke. Aber vielleicht kann ich das. Ich kann es halt nirgendwo anders hinstellen, weil hier ist so eine Rampe. Vielleicht geht sich das aus. Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Es hat beide, also beide Regale haben seinen, ihren Vor- und Nachteil. Das ist halt sehr groß, da passt viel mehr rein. Und ja, aber das da ist halt auch viel hübscher und da passt jetzt nicht so viel rein, aber. Ich finde das halt, keine Ahnung, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Schreibt mir gerne in die Community, was ihr besser findet. Ich weiß echt nicht, was ich... Es ist so schwer, aber es sieht beides so cool aus. Also schreibt es mir gerne, weil dann kann ich mich ein bisschen mehr inspirieren. Aber ich tue jetzt meinen Schminktisch einräumen und das werdet ihr dann wahrscheinlich in einem anderen Video erfahren. Los geht's. So Leute, ich habe jetzt sehr viel zu tun hier. Ich glaube, das ist ein bisschen langweilig jetzt. Aber wir sehen uns bald wieder und da werdet ihr bestimmt mein Zimmer nochmal sehen im Ganzen, wie das aussieht. Und vielleicht auch werde ich dann schon entschieden haben, welches Kastel da hinkommt. Aber ihr werdet das für mich entscheiden. Ciao! Not.